Yo, hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin am 9. Januar im Jahre 2022 in die Twitter-Trends gelandet und das sogar auf Platz 1, wegen so vieler Menschen hier draußen, die einfach auf Twitter irgendwelche Tweets über mich gemacht haben. Und gestern war sozusagen an diesem Tag, wo ich dieses Video aufnehme, der 9. Januar 2023 und ihr habt es wieder geschafft, dass ich einfach in die Twitter-Trends gelandet bin. Ja, moin. Das krasse ist aber, gestern, also am 9. Januar 2023, da war ich einfach live auf Twitch und habe halt Mario und Luigi Dream Team Bros gestreamt. Irgendwann sind immer wieder Leute im Stream reingekommen und haben mir einen fröhlichen Gaming-Tag gewünscht. Da waren wirklich einige, die einfach reingekommen sind im Stream und im Chat reingeschrieben haben, hey Gami, ich wünsche dir einen fröhlichen Gaming-Tag. Einige Leute verbinden einfach den 9. Januar mit einem Gaming-Tag. Und ich bin ganz ehrlich so, ich selber finde das ultra crazy, wie Leute einfach einen Tag mit mir verbinden. Und ich war ja am 9. Januar 2023 sozusagen wieder in den Twitter-Trend. Da haben mir auch einige Leute Screenshots gesendet diesbezüglich. Und am 10. Januar, also einen Tag später, bin ich wieder kurz in den Twitter-Trend gewesen. Das ist crazy, dass das einfach passiert ist. Schon wieder, ohne dass ich irgendwas diesbezüglich am Anfang gesagt habe. Ich glaube sogar, der erste Tweet diesbezüglich, der halt am 9. Januar erstellt wurde, wo es halt um die Gami-Sache ging sozusagen, war von Hockey. Grüße gerne raus an Hockey, wisst ihr, was ich meine? Für mich war das absolut krass, einfach so viele Gami-Tweets zu sehen. Und die zeige ich euch jetzt in dieser Compilation. Wir haben heute den 9. Januar und ich war heute live auf Twitch unterwegs und viele Leute haben mir im Chat geschrieben, so, yo, alles Gute zum Gami-Tag. Und ich dachte mir, yo, ich schaue mir kurz ein paar Tweets an, die ihr gemacht habt über mich. Ich bin echt gespannt. Gami Fanbot. Gami, bitte Gami Twitter, Gami so, Gami so. Gami so, Gami oft wie Gami möglich. Gami, 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 damit Gami erst Gami. Gami, Gami. Ja. Was ist da los? Hä? Was ist da los? Mama sieht sich und denkt mir überhaupt so. Kennen die mich? Hast du das T-Shirt gekauft? Nein, oder? Dieses Bild. Was? Was ist das? Nein! Ah, wie geil, wie geil! Yo, hi Leute, was geht? Willkommen! Hör auf zu reden, hör auf zu reden! Das ist voll süß alles, ich hab das gar nicht verdient. Ich check das gar nicht. It's my name. Der letzte Tweet war so am 18. September 2022. Heute, wo ich das aufnehme, haben wir den 9. Januar und dann kommt so sein Comeback. Wo hast du das? Such deinen Mann, wo wohnt er? Warte, das Bild. Ich synchronisiere ihn. Ja, moin. Das war meine Synchro. Ich hoffe, die Synchro hat euch gefallen. Wenn nicht, mir hat sie gefallen. Was? Was, was, was? Scheiße, Mann, was mache ich im Supermarkt, Mann? Es tut mir leid. Hallo, das ist doch meine Gami-Figur. Ja, moin. Trend in Deutschland, was? Anscheinend war ich echt in einem Trend wieder, wegen euch. Nee, oder? Was, Leon? Gami-Tag. Ihr Idioten dachtet alle, ich verpasse den Gami-Tag. Als wenn ich so dumm wäre. Deswegen, fröhlicher Gami-Tag. Ey, Leon, was geht? Leon, der einzig wahre Leon. Wir haben jetzt den 10. Januar, 0 Uhr. Und Leute, ich danke euch für den Tag. Der war echt crazy, Leute. Ich habe nichts darüber getweetet und Leute haben trotzdem daran gedacht. Ich bin ja nicht mal wirklich aktiv auf Twitter. Trotzdem haben Leute daran gedacht. Mein letzter Tweet war am 26. Dezember. Aber ja, Leute, das war wirklich krass. Ich danke wirklich jedem, der einfach bei dieser Sache mitgemacht hat. Wie viel Positivität ich einfach am 9. Januar bekommen habe, ist absolut krass, also ich danke euch so. Es gibt wirklich auch Tage bei mir, wo ich so als Streamer oder YouTuber mir denke, yo, warum mache ich das Ganze überhaupt noch? Es gibt Tage, wo ich schon demotiviert bin und mich die ganze Sache auch runterzieht. Einfach weil das auch viel Zeit in Anspruch nimmt und dadurch, dass ich viel Zeit in YouTube und Twitch investiere, vernachlässige ich auch gerne andere Dinge und manchmal ist das für mich selber auch nicht immer leicht, so aktiv YouTube und Twitch durchzuziehen. Und ich muss sagen, eure ganzen lieben Worte haben mich echt an dem Tag schon motiviert. Natürlich kann ich schnell mal wieder passieren, dass man vielleicht wieder einen Tag hat, wo man demotiviert ist, aber der Tag am 9. Januar 2023, da hat mich schon motiviert und ich danke wirklich auch jedem, der bei der ganzen Sache irgendetwas Nettes über mich geschrieben hat an dem Tag oder sonst aber auch bei dieser ganzen Sache mitgemacht hat. Aber ja Leute, ich denke mal an dieser Stelle werde ich dann auch dieses Video beenden. Ich bedanke mich noch bei euch, dass ihr dieses Video euch angesehen habt. Also,
Ciao, Leute.